Willkommen zurück bei Might & Magic 6. Wir befinden uns gerade im gefrorenen Hochland, waren aber das letzte Mal in den oder auf den Südinseln. Den Sound müssen wir reduzieren. Auf dem Ohr. Was haben wir gemacht? Uns ordentlich rumgekloppt. Sind auch Meister der Lichtmagie geworden. Und die gute Reve hat jetzt die Schattenmagie und ein Ringchen, der es noch stärker macht. Da könnte man Spaß haben, mal ein paar Punkte reinstecken. Das Problem ist allerdings, dass sie höchst vermutlich... da soll man wirklich Punkte reinstecken, oder? Vielleicht mal bis auf... ja, 9. Genau das wollte ich haben. Lichtmagie, sind wir schon Meister? Das haben wir umsonst bekommen. Weil, ja, das halt so ist. Machen wir die auch mal auf Stufe 10. Ja, so, ich würde sagen, so 10 würden wir mal anpeilen für Licht und Schatten. Ja, der Rest, gute Frage. Oh genau, Leder könnten wir auch mal... können wir auch mal schneller machen. Das habe ich immer noch nicht nachgeschaut, ob das tatsächlich der Fall ist. Hier mal ein bisschen mehr auf Meditation, auch hier. Jetzt ist da die Frage, was soll man noch großartig machen? Was haben wir da bei Schild? Ja, man bekommt einfach nur mehr Rüstungsklasse für ein Schild. Da wird nichts reduziert oder sowas. Das lohnt eigentlich... nicht so wirklich. Wobei es halt ein paar Pünktchen sind, ne? Machen wir das, Trint? Oder nicht? 6 und... 6 und 7, das heißt, er könnte eigentlich mit einem... von dem bin ich gar nicht mehr so überzeugt, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht einen weiteren Punkt in Handel, weil wir teilweise nicht den kompletten Betrag bekommen. Ach... jetzt ist es eh egal, dann Leder geben wir dem auf jeden Fall noch den Expertenrang. Fallen entschärfen ist jetzt ziemlich schlecht, beziehungsweise wir kriegen ständig die Fallen ab. Wobei ich mich frage, ob das tatsächlich noch ins Gewicht fällt. Und da müssen wir dann wahrscheinlich Geschick beibringen, aber ich glaube, den Geschickring habe ich schon vertickt. 28, vielleicht geht es auch über Zauberitis, das weiß ich nicht mehr richtig. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Könnte man spaßhalber mal machen, aber... ja, die Fallen richtig umhauen tun die uns ehrlich gesagt auch nicht mehr. Vielleicht wäre Kondition mal eine Idee, dass die einfach länger durchhalten. Denn jetzt kommen ja die härteren Kämpfe. Reparierenmeister müsste auf jeden Fall auch ausreichen. Erkennenmeisterin, die dürft alles erkennen. Ja, ich würde sagen... eigentlich... ne? Eigentlich Konditionen. Oder? Die sind alle Lederexperte, Kettenexperte ist er. Gehen wir gleich noch nach Burg Ironfist und geben dem seine Lederfertigkeit. Also würde ich sagen... Würde ich sagen... Konditionen, oder? Oder mehr Zauberpunkte, dass sie mal richtig reinhauen können, weil das ist, glaube ich, eher deren Steckenpferd. Lieber schnell alles an... genau, lieber schnell alles... ach, machen wir beides, was soll der Schwachsinn? Hier Meditationsmeister auf 11, war das richtig? Genau, 11. Und hier auf Kondition. Und die können überhaupt nichts mehr. Gut. Soll aber nicht unser Problemchen sein. Im Moment falsch. Wir wollen natürlich nicht... dorthin, sondern wir wollen dorthin. Können wir noch fliegen? Jawohl. Also langsam müssen die doch immer wieder hier unten neu gespawnt werden, die Gegners, oder? Die Landschaft, die hält echt ewig durch. 22. Juli. Achso, wir müssen ja einen Titanen umnieten. Ja, ich glaube... ich glaube nicht. Oh, hallo. Experte der Lederrüstung für ein Tausender läuft... Schildexperte, ja, lohnt einfach nicht, würde ich sagen, wird nicht gemacht. Dann können wir zumindest mal die gefundene Rüstung, interessant, jetzt kriegen wir wieder den normalen Preis, den vollen Preis viel eher. Okay, genau, die dumme Statue in Kriegspire haben wir auch vergessen, abzugeben. Ich suche eine Waffe, genau, die kommt... jetzt. So, hier sind wir eigentlich fertig. Genau, da können wir direkt weiter reisen.
Hier gibt es auch kein Türmchen. Hier gibt's kein... Also wo dieser dumme Turm ist, hätte ich vielleicht mal nachschauen sollen. Ich Holzkopf. Aber ist jetzt auch egal. Dann würde ich sagen, ja, wir könnten auch versuchen, uns mal ein bisschen mit den Echsen hier unten anzulegen. Mit den Feuerechsen und den... Oh, wir können aufleveln. Warum? Achso, wir werden Levelchen dazu bekommen haben. Ja, dann würde ich sagen, Meditation auf jeden Fall mal über die 10 bringen. Ansonsten Kondition. Hilft hoffentlich so ein bisschen. Ja, ja, ja. Wobei, ja, Ist halt diese Frage, was ist da sinniger, ne? Oder was ist überhaupt sinnig? Oh, schon wieder gegen Schlaf. Das können wir jetzt als viertes... Genau, da haben wir ein komplettes Resistenz gegen Schlaf-Set. Das machen wir einfach mal spaßhalber. Ja, gerade so Sets zu sammeln ist gar nicht mal so schlecht. Genauso wie die äußerster Schutz. Was ist denn das? Fügt vorübergehend 20 zur Rüstungsklasse. Achso, das ist so ein Steinhaut, wahrscheinlich Steinhaut mit irgendwas gemischt. Nee, Steinhaut ist ja schon ein weißer Trank. Fügt vorübergehend 20 zur Rüstungsklasse hinzu. Okay. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Zumindest mal mitnehmen. Tag des Schutzes. Okay. Oh, wieder ein guter Helm. Den werden wir auch verkaufen. Und wir kaufen es tatsächlich zum Einkaufspreis. Nee, zum Herstellungspreis. Regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit. Okay. Den verkaufen wir. Den verzaubern wir auch mal. Danke. Ja, das ist schon eine ganz nette Geschichte, muss ich sagen. So. Erster Ring verzaubert. Zweiter. Das Amulett. Ich glaube, der Helm war nicht verzaubert, oder? Natürlich nicht. Aber einen Ring haben wir noch. Den verzaubern wir logischerweise auch. So, Schlafgeschichte kommt genau auch hier dazu. Trefferpunkte plus 8. Hm. Vielleicht haben wir irgendwo einen Trefferpunkte plus... Ja, weniger halt. Plus weniger. Alles klar. Ne, sieht nicht gut aus. Intellekt. Ja, bringt immer noch ein paar Trefferpunkte. Trefferpunkte 9. Okay, war nicht so gut. Rüstungsklasse 9 kann weg. Das kann sowieso weg. Intellekt braucht kein Mensch. Schon wieder. Träger ist resistent gegen Schlaf. Das ist aber gut, denn dann können wir den Gürtel verkaufen und haben jetzt ein komplettes Resistenz gegen Schlaf-Set. So, das heißt Resistenz gegen Schlaf. Resistenz gegen Schlaf. Zauberpunkte. Schlaf, Schlaf. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Verlangsamen, ja. Stein zu Fleisch. Und tschüss. Einfach nur, damit man den Shit mal unterbringen kann. Halt, Tod auf Erwecken kommt an letzte Stelle und Umnachtung. So in etwa. Elektroresistenz, ja, das ist ziemlich gut. Besonders gut gegen Titanen, weil die Drecksäcke natürlich mit, genau damit um sich schleudern. Okay, das hier haben wir gesagt, kann weg. Die Dreier waren auch nicht so toll. Kälteresistenz wiederum. Ja, was hat Kälteresistenz, ne? Was brauche ich das? Ne, fliegt raus. Gibt ja ohnehin Kohle ohne Ende, von daher. So, das kommt ins zum Rest dazu. Ja, da könnte man sich tatsächlich mal überlegen, ob man nicht mal einen neuen Trank ausprobiert. Denn dieses mit dem äußersten Schutz sagt mir gar nichts. Eile kennt man ja. Steinhaut hatten wir auch, genau. Gewährt 6 Stunden lang Steinhaut. Und das hier war wahrscheinlich vorübergehend, heißt kürzer. Vielleicht 3 Stunden. 20er Panzerung, nicht schlecht. So, jetzt mal überlegen. Fliegen. Wir könnten uns tatsächlich mal mit dem ganzen Gesindel versuchen, da unten anzulegen, nachdem wir das Geld abgegeben haben. Und mal kurz hier vorbeigeschaut haben. Aber das mit dem... Das Einkaufen könnte natürlich immer dazu. Ah, 15 Ausdauer und regeneriere Trefferpunkte mit der Zeit. Okay. Das ist natürlich nicht zu uns. Zu verkaufen haben wir auch nichts mehr. Die dumme Statue habe ich vergessen. Egal. Das können wir immer noch machen. Jetzt wollen wir erstmal schauen, ob wir uns mit denen anlegen können oder nicht. So, was haben wir hier? Schutz vor Gift. Na gut, das brauchen wir eigentlich ja so dringend wie ein Kropf.
Eile auf jeden Fall, würde ich sagen, noch. Und hier vielleicht Reaktion und Glückstag. Präzision haben, genau, hier haben wir noch Präzision, aber wir sind kein Meister, deswegen. Und da möchte ich ehrlich gesagt auch keine Punkte mehr großartig reinstopfen, weil ist eigentlich unnütz. Halt, Geld abgeben. 40.000 losziehen ist, glaube ich, nicht so clever. Also, wo sind wir? Hier sind wir, da sind wir, dort sind wir. Wo ist die Bank? Andere Seite, selbstverständlich. Kann ich für dich tun? Einzahlen, einfach alles, was wir haben. Ja, ja, und so rechne Gold, Konto. Geschichten. Jetzt müssen wir überlegen, wie. Aber die müssen wir, glaube ich, im rundenbasierenden Kampf angehen. Oh, da sind schon die ersten beiden Drecksack. Nein, die ersten drei. Okay, Feuerechse hat 280, die hat 400, die Blitzechse ist wohl die übelste. Ne, die Donnerechse ist die übelste. Blitzechse, Donnerechse. Feuerechse, okay. So. Probieren wir mal den Feuerregen zuerst aus. Natürlich nimmt die Feuerechse davon keinen Schaden. Was haben wir dann? Säure vielleicht. Die treffen wir wahrscheinlich nicht. Doch, die treffen wir. Sternenfeuer. Interessiert die Blitzechse nicht. Hm. Aber zumindest hat sie Feuergeschichte schon verrissen. Das ist gut. Und die Donner mit den meisten Trefferpunkten nimmt zum Glück auch von allem Schaden. Schauen wir mal, ob die körperliche Magie hilft. Ja, hat aber nicht viel ausgerichtet. Das soll uns aber nicht weiter stören. Säure. Ja, ganz schön resistent, die Scheißviecher. Ja, und da würde ich sagen, gehen wir wieder in den quasi Nahkampf über. Jetzt mal schauen, die Feuerwelle. Könnte man dem halt auch wieder reindrücken. Haben wir gesehen, wie massiv da der Schaden ist. Und tschüss. Wir hätten sind den nächsten von der Sorte. Beidhändige Axt. Aha. Aha, verzaubert ist sie, aber natürlich nicht besonders gut. Das heißt, natürlich. Gold geben die auch. Ein Tausender, okay. So, das haben wir schon mal geöffnet, genau, wo wir uns heimlich hier hingeschlichen hatten. Autsch. Und irgendwas ist kaputt. Oder nicht? Okay. Vielleicht auch wieder. Ach, im Rucksack, genau, das gibt's ja auch. Oh Gott, ist das nervig. So, Blitzechse und Feuerechse ist natürlich schlecht. Das heißt, nur das eine zaubern, ist einer von denen immer immun. Genau, Blitzechse hat Schaden genommen, aber nicht besonders viel. Das hat zumindest richtig reingehauen, das ist gut. Und jetzt kommt das Sternenfeuer. Schadet nur der Rechten. Aber ist in Ordnung. Bolzen. Zack, Feierabend. Auch hier gibt's... Ach, das war gar nicht als Dingszauber eingesetzt. Blitzechse. Schlecht. Die mag zumindest kein Feuer, das finde ich gut. So, dann müssen wir uns gar nicht mehr großartig damit befassen. Leider nichts. Oh, oh. Ja. Einem sind wir zumindest ausgewichen. Ach, so fliegende Viecher sind das. Okay. Bolzen wieder als Standard. Hier wieder vielleicht Feuerstrahl. Giftnebel. Ja, lieber den Eis. Eisgeschichte. Und hier wieder Todesschwarm, oder? Ah, würde ich schon sagen. Ach, da hinten vielleicht nicht hinfliegen. Ach, was ist aber wieder im Nahkampf platt. Ruhe. So, das kann man sich ja eh schenken. Halt, das war falsch. Okay. Wir werden hier ständig beschossen von allen Seiten, deswegen. Das kann raus. Was schießen hier alles? Naja. Also, dann räumen wir gerade so ein bisschen auf und ziehen uns gleich wieder zurück. Oh. So ein dummes Mistvieh wieder. Wir haben auch reichlich Trefferpunkte, aber wir. Wir sind führend im aufs Maul hauen, deswegen kein Problem. So, heilen wir uns auch. Was haben wir hier? Feuer und Blitz. Echsen. So, am besten so, dass sie nicht so... Ah, das sind zwei Feuerechsen. Man sieht es halt nicht so richtig gut. Gut, dann bekommt die hier Meteorregen ab. Und damit ist er schon halb tot. Finde ich super. Säure hinterher.
Und für die Kollegen haben wir natürlich auch was im Petto. Alles klar. Und tschüss. Hat das was gebracht? Ja oder nein? Ich glaube schon, oder? Ja, ist die Antwort. Säure hinterher. Unten Feuerstrahlchen müsste das Ganze beenden. Schön. Dahinter sieht man die nächsten Müllviecher. Ja, Gold geben sie aber leider keine guten Relikte, Artefakte und was auch immer. Deswegen will man die ja eigentlich platt machen, die dummen Dinger. Da hinten hat es noch mehr Feuer. Das hier ist auch eine Feuerechse, okay. Also zwei von der Sorte. Hier können wir natürlich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Die will auch nicht. Gut, dann Sternfeuer. Ah, sogar überlebt. Scheiß wie ich. Wobei es schlägt so schnell ein, da können wir eigentlich auch auf den rundenbasierenden Modus pfeifen. So. Und wenn es angreift, dann greifen wir eben auch an. Hier vielleicht mal Säure? Ja, sehr gute Wahl. So. Drei von der Sorte. Das speichern wir. Das pausieren wir kurz. Ja, kann man sich eigentlich schenken, oder? Was ist das? Ach, dieses Teufelchen. Die Dust Devils Keule, okay. Vielleicht sind wir richtig gut. Ach so, eine. Naja. Dann holen wir erstmal hier die Geschichte ab. Auch nur Gold. Nur. Aber ist in Ordnung. So, das haben wir ausgestellt. Das ging flott. Oh, was haben wir da wieder? Blitz und Feuer. Ja, schade, dass es nicht so einen richtig guten Eisangriff gibt. Der Blizzard wäre vielleicht nett. Das ist ein Hagelkörner oder ein Hagelsturm, das sehr oft die Viecher niederprasselt. Das wäre da auch eine Möglichkeit. Naja, dann eben Meteorregen. Säure. Und Sternenfeuer. Oh, so gut wie im Arsch. Sehr schön. Bolzen macht. Genau, die Schotten dicht. Bolzen. Säure. Und hier wieder. Was nehmen wir da? Ach. Übertreiben wir mal nicht. Und hier gibt es ein Steinchen ans Hirn. Ja, ja. Ja, doch, die sind auf jeden Fall unsere Kragenweite, würde ich mal sagen. So, und tschüss. Dann heilen wir uns ein bisschen hoch und sammeln ein, was wir hier Feines finden. Hoffentlich was Feines. Oh, Kettenrüstung. Oh, sehr schön. Aber ich glaube kaum, dass wir das toppen können, was wir haben. Und es wird eine Kälteresistenz. Verdammt. Ja, so eine antike Geschichte wäre auch nett gewesen, beziehungsweise nicht antik, sondern... Moment, überlegen, was haben wir denn hier? Wir haben... Giftnebel müsste bei denen funktionieren, okay. Oder? Bei den fliegenden Teufelchens? Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, ich glaube nicht, oder? Mal probieren. Nee, immun dagegen, schlecht. Dann den Eisstrahl. Okay. Ja, der hilft. Und Feuerwelle vielleicht. Okay. Ja, das hilft ganz besonders. Wo ist der ganz Dicke? Den wollen wir zuerst niedermachen. Da hinten. Direkt hinfliegen und ihm so eine Feuerwelle reindrücken. Und schon ist Ruhe. Ja, das ist vielleicht ein bisschen arg. Bleiben wir bei Feuerball. Feuerstrahl. So. Auch hier wieder nervig. Die Fernkämpfe, die natürlich um einen rumfliegen. So, das letzte Mal gab es die großen Schlachten im Wasser. Jetzt haben wir die großen Schlachten hier in der Wüste. Naja.
Wüste wird es jetzt immer öfter geben, beziehungsweise auch diese, ich glaube Sweetwater, dieses Ödland oder was auch immer. Oh nein, ich habe die Schwäche nicht geheilt, ich Holzkopf. Ne, Quatsch. Eile. Aufgefrischt. Was mache ich denn da? So. Okay, das ist schon zu spät für die Kollegin. Für den Kollegen. Hier was Sinnvolles zu zaubern. Ja. So. Da fliegt noch irgendwas. Was haben wir denn eigentlich an Abwehr? An Abwehrkräften? Elektrizität 63? Ist nicht so gut. Feuer ist halt 100, das ist nicht schlecht. Gerade wenn wir gegen die dummen Teufel ran müssen. Das können wir spaßhalber auch mal machen. Die sind nämlich sehr nervig. Oh, aber nicht so nervig wie die hier. So. Aber die sind wirklich nur schmückendes Beiwerk. Dass sie halt immer davon fliegen, dass man hinterher gut immer fliegen kann, das ist ganz nett. Ansonsten hätte man da echt. Oh, das ist mir. Das ist ein bisschen nervig. Die gute Donnerechse. Vielleicht kümmert man sich erstmal um das Klein. Oh, es gibt kein Kleinvieh mehr. Das sind lauter Feuerechsen, nehme ich an. Genau. Drei Stück. Oh, wir haben nicht mehr viel von denen. Das ist vielleicht nicht so gut. Ich glaube, den haue ich mal so einen Flammenschuss rein, wie auch immer. Sonnenstrahl. Wir warten mal kurz ab. Wie viel haben wir denn noch? 40, das heißt zweimal kann ich die... Ne, noch einmal, oder? Ah, verdammt! Ja, das reicht. Die sind fast alle kaputt. Bolzen vielleicht auf die mittlere. So viel dazu. Dann versuchen wir den Hauch... Drachenhauch, oder? Oder Schrapnell. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ob das sich verteilt. Drachen auch direkt mal voll in die Mitte, oder? Nehmen wir uns auf den linken. Hat ja eine gewisse Druckwelle. 100 Zauberpunkte AD. Alles klar, 150 Schaden. Nett, nett. Jetzt mal gucken. Kettenrüstung. Oh. Ah, leider eine ziemlich... Oh Mann, die nächsten Müllviecher. 10.000 Mark haben wir. Wir gehen aber trotzdem auf Nummer sicher. Wie gesagt, wir sind jetzt hier in einer anderen Region. Oh, und da haben wir 23.000. 25 Glück. Okay. Und wenn Glück tatsächlich was mit... Au. Ja, ist gut. Jetzt will ich aber wissen, was hier drin ist. Nichts. Hier ist nichts. Ja, klar. Hier ist auch ein bisschen warm, habe ich so das Gefühl. Wenn man hier was finden würde, wäre das irgendwie auch merkwürdig. Ja, da hinten hat es wahrscheinlich auch noch eine Schatztruhe irgendwo, oder? Oder zwei oder drei. Ja, wir fliegen einfach rein, drücken aufs Knöpfchen und ziehen von dannen, denn wir haben nicht mehr viel Zaubercraft. Beides können wir geschwind. Dann rasten wir einfach geschwind die Nacht über. Ah, bitte. So. Jetzt müsste auch gleich die Morgendämmerung muss einsetzen. Schutz vor Kälte, Schutz vor Feuer, Schutz vor Elektrizität. Ja, da wird's hell. Der Morgen ist herangebrochen. Glückstag. Nochmal schauen. Glück ist, sortiert Einfluss auf das Spiel, aber am offensichtlichsten beeinflusst es die Fähigkeit, magischen Attacken zu widerstehen und nicht so viel Schaden von Fallen zu nehmen. Okay. Also scheint Glück auch gut zu sein, weil wir 88 davon. Feuer kann uns nicht mehr viel anhaben. Wir schießen wahrscheinlich viel mit Elektrozeug. Da sind wir nicht so gut aufgestellt. Obwohl 83. Der ist fast schon Feuer. Ach gut, Immunität gibt es nicht, aber sehr hohe Werte finde ich spitze. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Zaubern wir auch das hier noch. Eile sowieso. Und fliegen. Einfach mal so weit uns unsere Schwingen tragen. So, da haben wir ein Feuerchen, Feuerechschen, Donnerechse. Vielleicht mal nicht alle gleichzeitig anlocken, das wäre, glaube ich, auch mal eine Maßnahme. Aber haut trotzdem rein, obwohl die Abwehr relativ hoch ist. So, Feuerechse. Nee, wir gehen säuretechnisch mal auf die Donnerechse los.
500 Trefferpunkte. Das ist doch krank. Meteorregen. Sehr gut. Hälfte weg. Du bekommst dafür das Sternenfeuer ab. Ach, Instakill. Wie so schön heißt. Bolzen. Ja, gut. Fliegende Faust vielleicht. Schön. Säure. Und weil es ja sowieso nicht so viel kostet, Meteorregen hinterher. Alles klar. Also Stück für Stück. Ah, Stück für Stück kriegt man die auf jeden Fall auch klein, die Viecher. So, das Ding ist auch eine Donnerechse. Oh, irgendwas hat es ihm verrissen. Da kann ich nichts machen. Da kann er nichts machen. Repariert. 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 Auch hier wieder alles Mögliche kaputt. Natürlich auch hier. Skarabäus, Ring. Was hat er denn nicht mehr? Achso, die Schatten. Magie war nicht mehr so gut. Was auch nervig ist, gerade wenn man Fernkämpfer hat, muss man immer schauen, ob da vielleicht so ein Hauch noch von der Waffe vorlugt oder nicht. Naja. Donnerechse, ja. Säurestrahl. 8 Punkte. Mann, 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 das war nicht so prickelnd. Da gibt es vielleicht gleich Sternenfeuer hinterher, aber es reicht immer noch nicht. Aber die fliegende Faust wird es richten. Super. Können wir den angreifen oder nicht? Hm, doch, jetzt haben wir sie alle angelockt. Das werde ich nicht so. Ja, das war nicht so gedacht. Ach komm, das ist mal ein bisschen aktiver. Machen wir diese ja, das bringt bei dem nichts. Aber bei der. Durchaus. So, wenn sie dann bitte mal. Ach, verdammt, es wurde gerade eher getroffen. Donnerechse hat ordentlich was abbekommen. Finde ich gut. Aber wir wollen den Schaden hier ein bisschen gleichmäßig haben. Deswegen. Oh. Ja, gerade wenn sie also komisch gucken, dann hat es gerade wieder was verrissen bei denen im Gepäck. Oh, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. So, und du bist der nächste Kollege und da macht er wieder Ärger. Aber die Strafe folgt auf den Fuß und schon wieder ist ein Ring kaputt. Repariert. Ja, das ist halt wirklich das unendlich Nervige. Wenn das hier losgeht, dann mit den Viechern ist man ständig nur noch dabei zu reparieren. Dass man wirklich teilweise versucht, die Reparaturfähigkeit allen zu geben. Zumindest mal so einen Expertenrang, dass sie. Dass sie zumindest die einfachen Sachen mal selber, ich glaube, das werde ich sogar tatsächlich machen, weil ich merke jetzt schon, wie es ein bisschen nervt, dass ich ständig alles durchforsten muss. Reparieren ist die Meisterin, kein anderer hat die Fertigkeit. Ich glaube aber, das muss man nachts in Neusorbigal machen. Ist zumindest eine Möglichkeit, die ich wahrscheinlich jetzt auch einfach mal nutze. Jetzt habe ich nicht auf die Uhr geschaut. Oh, 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 wann ging es denn los? Verdammt. Macht nichts. Hier sind wir so gut wie fertig. Ah, oh, der Gott, da unten hat es wieder so viel von dem anderen Müllzeug. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, dann räumen wir das hier auch mal alles auf. Und es ist mal wurscht, wie lange das jetzt dauert. Wir greifen auch immer in den gleichen Abständen an, in den zeitlichen. Oh. Immer noch da. Okay. So. Das Vieh jetzt auch hinter sich. Was haben wir hier? Feuer. Besonders gut. Vielleicht wieder mit einem Schlag. Nein? Okay. Aber Säure darf es auch mal sein. Und du bist auch wieder Feuer. Jetzt setzen wir das gleich die Säure hinterher, das Ruhe ist. Die haben wir gerade angeschaut, genau. Da hinten habe ich noch einen Dreiertrupp gesehen. Die sind halt immer so ein bisschen. Ach nee, fliegende Viecher, okay. Noch besser, weil die kippen ja schneller aus den Latschen. Was auch nervig an denen ist, dass die Animation eben das Zielen verhindert. Man hat eben die Animation vor Augen, beziehungsweise diese Grafik, und dann kann kein Ziel mehr angepeilt werden, automatisch. Hm. Na, ist ja wurscht.
Ah, der hintere ist, glaube ich, auch mitgekommen. Das ist natürlich nicht so. Ja, genau das jetzt. Jetzt muss ich warten, bis der Effekt vorbei ist und dann kann ich erst wieder loslegen. Was war das, Idiot? Da war ich ein bisschen hole. Ja! Ja, du darfst mitmachen, du. Bist auch so nützlich. Säure. Alles klar. Sternenfeuer und Feuerregen, Meteorregen hinterher. So. Ich schätze mal, ich bin nah genug dran. Alles klar. Säure. Du kannst nichts machen. Ja, ich glaube, du wartest auch mal. Jetzt machen wir es mal auf die althergebrachte und greifen. Du greifst mal nicht an. Du hast noch genug. Ja, du kannst nichts. Obwohl, wenn wir schon dabei sind. Finger des Todes? Schrapnell mal ausprobieren. Ja, habe ich mir fast gedacht. Aber 60 Punkte Schaden. Das heißt, wenn ich mich in den reinstelle und einmal einen Knopf drücke, ist hier auch Feierabend. Säurestrahl. Fliegende Faust. Du machst nichts. Und hier wird man ihre Standards festlegen. Doch wenn die fliegenden Viecher reagieren wieder nicht darauf und dann muss ich wieder hin und her wechseln, bleiben wir schön beim Eis. Ah. Da oben ist ein Feuerding, ne? Ja, aber da machen wir das jetzt spaßhalber. Oh Gott, dahinter wieder jede Menge. Mistviecher. So. Verdammt, so nah wie es geht. Und Schrapnell. Sehr gut, sehr gut. Aha. Was ist da unten? Aha, wieder die lustigen Teufelchens. So, was hat bei dem so gut funktioniert? Der Feuerangriff, ne? Feuerwelle. Und direkt Ade. Vielleicht eine Feuer- und Eisbombe mal. Ja, das hat sich gelohnt. Ich meine, das ist nur eine normale Taverne. Aber ich habe hier gesehen, dass hier noch Viecher waren. Gut. Keine Ahnung, wie lang die Folge diesmal ist, aber wir machen einfach so lange, bis hier alles ausgerottet worden ist. Press mit einem Solarstrahl könnte man spaßhalber auch mal machen. Ach, was soll jetzt kommen? Zack. 36, das war schlecht. Meteorregen. Achso, die haben gezuckt, aber keinen Schaden genommen. Ist auch in Ordnung. Ach halt, das ist eine Donnerechse. Das heißt, oh, okay. Sind wir hier gleich fertig? Steinchen vielleicht noch rein. Ah, verdammt, jetzt hauen sie ab. Mistviecher. Feuerstrahl, reicht das? Okay, okay. Fliegende Faust für den hinteren. So, und was kriegst du? Du kriegst einen Stein ans Hirn, würde ich sagen, oder? Juhu! Da freut sich die Truppe. Gibt's da hinten noch was? Ich glaube nicht. Hier sind wir komplett fertig. Ja, viel kann dann im Westen aber auch nicht mehr lauern, weil wir den Nordwesten in diesem Wüstengebiet ja schon eigentlich fertig haben. Wir schauen aber trotzdem mal hier rein, was der Kollege zu bieten hat, aber ich schätze mal, das ist eine normale, genau, normale Taverne. Oh. Okay, hier kostet das Zimmer 120, klar. Ich meine, wenn ich mir die Umgebung angucke, ja, der kann die Preise bestimmen, wie er das gerne hätte. Denn wenn man aus dem Süden kommt oder aus dem Westen, ist man, glaube ich, froh, darüber den hier zu finden. Ansonsten, ja, das war's. Können wir zumindest mal hier rasten. So, und fliegen können wir auch gleich wieder, denn wir werden ja nicht mehr abgeknallt, wenn wir vorbeikommen. Wenn wir den Müll... Oh, Müll ist es ja nicht, aber wir können es trotzdem mal verkaufen. Waffen, haben wir da welche? Zwei Stück. Ja, komm. Na, ich weiß nicht, ob das die feinsten Waffen im Land sind. Wobei, was hat der denn eigentlich? Achso, Stäbe. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob der immer die gleichen Waffen anbietet. Aha. So, dann Schild ist regeneriert, ja. Die waren auf jeden Fall nicht so gut. Und das Schild. 10 Trefferpunkte plus. Was haben wir denn eigentlich für ein Schild? Trefferpunkte regeneriert und Feuerresistenz. Ich würde sagen, das ist besser. Vor allem, weil es so ein hoher Wert ist. Das
hilft auf jeden Fall schon mal. Ja. Jetzt ist die Frage. Man könnte spaßhalber, leerer Obstbaum, genau. Man könnte spaßhalber mal dahin fliegen ins Paradiestal. Das ist nämlich westlich im Süden des Drachensand. Nur um zu gucken, ob es da hinten vielleicht tatsächlich ein. Ja, ein was gibt? Ein. Einen Turm. Ich würde aber sagen, auch wenn wir hier nur drüber fliegen werden, jetzt. Die Schutzgeschichten sollten auf jeden Fall da sein. Vor allem Schutz vor Magie. Und vielleicht auch Schutz vor Elektrizität. Denn das ist hier nicht ohne. Hier sind wir jetzt schon in den ganz späten Bereichen. Und hier haben wir es mit Hydras zu tun, die sehr viel Trefferpunkte haben, ordentlich reinhauen. Und auch wieder Fernkämpfer sind, die richtig schön abhauen die ganze Zeit. Unglaublich nervige Scheißviecher. Aber unglaublich gute Sachen bieten die. Jetzt sind wir leider zu spät für Titan, denn den hätten wir umlegen müssen. Das ist ein einfacher Titan, der hat 600 Trefferpunkte. Das ist der Obertitan mit 1200 Trefferpunkten. Hydras haben um die 500, 300 und die dicken Gifthydra 400. Ja, und halt die Rüstungen werden natürlich auch immer schön in Mitleidenschaft gezogen bei diesen Scheißviechern. Ach Gott. Ja, jetzt will ich mal schauen. Also ein Turm scheint es hier nicht zu geben. Aber wenn es hier eine Kutsche gibt. Kutschstation. Oh Gott. Am besten von denen nicht treffen lassen. Das ist so ziemlich der beste Rat, den man hier geben kann. Denn die sind richtig, richtig üble Viecher. Aber sieht nicht so aus, als ob es hier irgendwas gibt in Form von. Ja, einkaufen kann man hier besonders gut. Hau bloß ab. Sturmtitan gibt es auch noch, genau. Edeltitan, okay. Also Obertitan ist der ganz üble, Edeltitan ist der mittlere. Nee, da fliegen wir direkt weiter. Mit dem wollen wir uns gar nicht anlegen, den Kollegen. Aber was wir machen könnten, ist uns eine ruhige Stelle suchen. Beziehungsweise irgendeinen Winkel. Wie diesen hier. Und Leuchtfeuer setzen. Sumpf der Verdammten. Snaggles Eisenminen, das brauchen wir nicht mehr. Und zwar ganz sicher nicht mehr. So, dann können wir gleich weiterfliegen. Also hier gibt es keine Türme, hier gibt es keine, Ställe. Das soll ja nur so ein kleiner Überflug werden. Natürlich kann man sich hier auch wieder die Schatztruhen ergaunern. Genau da oben. Oh. Vielleicht mache ich das auch direkt. Hoffentlich trifft es uns nicht. Sehr schön. Ah. Verstärkt die Wirkung aller Wasserzauber. Das kriegt die gute. Zauberpunkte plus 15 ist schon wieder nicht schlecht. Ein Zauberbogen. Ja. Wir nehmen einfach mal alles mit und öffnen das Ganze schnell nochmal. Und ruckzuck wieder weg. Der hat gerade einen abbekommen und er hat richtig reingehauen. Finde ich also bedenklich. Und hier geht es nach Süden in irgendein anderes Bereichlein. Aber wo ist das noch? Das hier ist das Paradiestal. Was gab es da nochmal? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, also das hier ist wirklich schon High-End-Bereich, wobei die Teufel natürlich noch übler sind. Allerdings, wenn die einem hier ständig die Rüstung kaputt schlagen, ja, wie der Gürtel. Ich meine, wir versuchen hier allem auszuweichen und haben trotzdem schon. Na, ja, hier auch. Und das ist auch kaputt, okay. Repariert. Verdammt. Achso, wir haben alle Wasserzauber, das heißt, das behalten wir mal hier, dass ich es gleich wiederfinde. Trefferpunkte. Und hier die Feuerresistenzgeschichte. Zauberpunkte plus 15. Und direkt ein Update widerfahren. Achso, ja klar, hier gibt es wahrscheinlich jetzt die Drachen. Genau. Also wo es drüben nur diese Echsen gab. Hier sind jetzt die tollen Drachen. Goldener Drachen hat 1300 Trefferpunkte. Roter Drachen. Ja, die sind auch sehr gut. Hier gibt es halt auch wieder Artefakte abzugrasen und vielleicht sogar Relikte. Also wenn man noch gute Gegenstände braucht. Hier natürlich die blaue Variante davon. Wahrscheinlich jeweils für das Element anfällig bzw. immun. Ah, die dummen Titanen.
Also das wird noch richtig lustig, wenn es hier dann hingeht. Da darf man sich dann wahrscheinlich mal in ein paar Stunden durch die Gegend... Oh, okay. Das denkt mir ehrlich gesagt gar nicht mehr. Die Frage ist, aufmachen ja oder nein? Wir haben 50.000. Ne, wir gehen mal auf Nummer sicher. Das hat gerade eben bei der Truhe auch funktioniert, so gut funktioniert. Wo ist es? Telekinese, genau. Sehr schön. Oh, oh. Ja, ja, aber hat ja gar nicht wehgetan, von daher. Ja, könnt ihr mal bitte da hoch? Ein Ring zu verzaubern, okay. Ordentlich Kohle. Stärken aller Zauber, Schattenzauber haben wir leider schon. Auch hier wieder Löwenherzschwert des Drachens. Fügt 10 bis 20 Punkte Feuerschaden hinzu und 25 zu Stärke. Eine sehr seltene, da antike Waffe. Dieses Langschwert wurde während der Zeit der Wunder geschmiedet. Das Verfahren, wie man Stahl dieser Qualität schmiedet, ist irgendwann kurz nach der Stille verschollen. Rüstungsklasse plus 23, okay. Und ein dicker Panzer natürlich. Zu verzaubern, auch nicht schlecht. So, nochmal schauen, wer kann denn eine Rüstungsklasse dieser... Ach, super. Das heißt, von 13 auf 30. Ja, also hier hinzugehen lohnt sich eigentlich immer. Ist immer eine Reise wert. Aber ich würde sagen... Ah, du Mistvieh. Hau bloß ab. Ah, kann es sein, dass wir hier halbwegs sicher sind vor den Viechern? Genau, die rutschen nicht mal wieder runter. Irgendwas hat uns aber trotzdem getroffen. Nur was? Ja, man sieht es, wir sind umzingelt, mehr oder weniger. Alles ist rot um uns rum. Gab es hier nicht noch irgendein Schätzchen? Schätzelein? Vielleicht sollten wir uns das mal schnappen. Wunden heilen. Genau. Fliegen wir einfach mal weiter. Und gehen hier einfach mal auf Beute fangen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wo hier irgendwelche Sachen zu holen sind, wo hier irgendwelche Schätze versteckt sind. Wundenheilen. Es bringt schon so gut wie gar nichts mehr, weil wir schon so viele Trefferpunkte haben, aber trotzdem gut sind in den Magiefertigkeiten. Ja, da rechts hätten wir noch ein bisschen was. Vor allem hier ist es halt wirklich ist es Gold wert, einen Telekinese-Zauber zu haben, meine ich. Denn hier, glaube ich, hauen die schon eher rein, die Fallen. Gut, wenn die Abwehr da ist, dann dürfte die Falle auch nicht so viel machen. Außerdem hat man noch durch das Glück kann man es ja noch weiter reduzieren. Oh, da hinten sehe ich schon wieder eine niedliche kleine Falle, die wir direkt... Ach, klar, wenn es nicht verdings ist, können wir es auch auf Entfernung öffnen. Wenn es nicht verhext ist, okay. Nicht verhext. Oh, sehr schön. Zauberpunkte. Vielleicht bringt sogar der Charisma-Gürtel dem Kollegen hier was. Wir werden mal Schauhähen. Was? Kenn ich nicht. Glücks... Okay. Ein Glückskittel. Moment mal, das ist außerhalb der Karte? Okay, das habe ich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Jetzt schauen wir am besten nochmal rein. Na, leider nicht. Ach, das wusste ich ja gar nicht, dass man an Sachen gar nicht rankommt, wenn man die... wenn man Telekinese nicht hat. Okay, nicht schlecht. Ja, nach Sweetwater wollen wir nicht unbedingt. Ja, das muss aber erstmal ausreichen, würde ich sagen. Wie gesagt, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier nur weiter dumm durch die Gegend fliegen... Nein, ich möchte auf jeden Fall noch den Osten hier, der Südosten, Ost-Südost, sowas in der Richtung nochmal gucken. Wir haben ja hier oben eine Truhe gehabt. Vielleicht gibt es hier auf den Bergen auch noch was Brauchbares. Genau, hier gleich ums Eck. Haben wir gesehen, in diesen Quasi-Nischen gibt es immer was Feines. Ist hier vielleicht noch irgendwo irgendwas Sinniges versteckt? Ah, dann lohnt sich tatsächlich wieder die Suche, auch im Gelände, das Erforschen. Das finde ich immer besonders spannend bei solchen Spielchen. Vor allem, wenn man es mit der Zeit eben ja, alles weiß, wo liegt welche Truhe. Ja, hier leider nicht. Irgendwo noch eine Schatztruhe irgendwie in der Wüste. Stehend. Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, da hat es aber irgendwas Feines. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, das lohnt sich. Wir lassen sie mal trinken. Vorübergehend 100 Stärke, okay.
Ist jetzt leider nichts für uns, aber hier für die Drachentöter. Die müssen natürlich den Einstieg hier suchen. Im Südosten und können sich direkt nur durch die Drachenhorden prügeln. Gut, damit würde ich sagen, soll es erstmal gewesen sein. Das nächste Mal, ja, ich würde sagen, wir verkaufen die ganze Chose noch schnell. Geschlossen, ja, selbstverständlich ist geschlossen. Wann sollen wir auch sonst ankommen? Verkaufen die, was ist Rüstung? Genau, die kann weg, kann ja keiner tragen, leider. So, und der verkauft die nicht für 1300, sondern für 2600. Also er kriegt tatsächlich das Doppelte an Kohle dafür, das ist gar nicht mal verkehrt. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt mal ein bisschen was gesehen von den, ja, ich sag mal High-End-Gebieten, die uns wahrscheinlich noch ein bisschen Ärger bereiten werden. Ja, das haben wir alles in Besser schon gesehen. Ja, nehmen am besten gleich mal eine Fuhre Futter noch mit. Sind wir für 30 Tage? Jo, wird auf jeden Fall gemacht. Das Geld wird natürlich auch wieder gebunkert. Ach Gottchen. Die Öffnungszeit, ne? So, wir schmeißen einfach alles weg. Reisen am besten gleich nach Kriegsbyre. Da werden wir uns dann das nächste Mal vielleicht sogar den Vorposten der Teufel vorknöpfen. Ich hoffe mal, dass wir auch genau in der Nähe starten und nicht irgendwo am Arsch der Welt. Oh, das ist schon mal ein gutes Vorzeichen. Komplett nebelig. Ziemlich übel die Gegend. Naja, gut. Das, wie gesagt, soll es gewesen sein. Diesmal ein bisschen Rumfliege-Action, ohne groß was erreicht zu haben. Denn einen Turm haben wir ja nicht gefunden. Ist das vielleicht ein Turm? Ich glaube, der hat nie auf einen geschossen. Das wird bestimmt kein Turm sein. Kein Drachenturm. Nee, das ist einfach nur so ein... Der Kriegsbayer wahrscheinlich. Der Turm in Krieg. Also ist das wahrscheinlich Krieg? Genau, das wird das Bayer sein. Oder auch der Vulkan hier, wer weiß. Hier ist auch die Festung oder die Burg. Kriegsbayer ganz übel. Hier oben noch Eis. Das aber, wie gesagt, alles beim nächsten Mal. Kommentar, Däumchen, immer gerne gesehen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Might and Magic, The Mandate of Heaven. Und ich sage, bye bye.